Hi und herzlich willkommen beim Tienchen. Ich begrüße euch heute zu meinem dritten Video, das ich in Kooperation mit den grenzgenialen YouTubern mache. Und zwar ging es diesmal um das Thema Süßigkeiten und ich habe mir ein Mini-Album ausgesucht. Und damit ich nicht wieder 800 Minuten zum Hochladen brauche, habe ich heute ein Kraftupdate für euch. Und wenn ihr jetzt denkt, Nanüchen, das ist ja ganz schön spartanisch dekoriert, da ist ja gar nichts drauf, dann muss ich euch sagen, ich möchte heute mal einen Versuchsballon starten. Und zwar würde ich gern eine kleine Verlosung damit reinbringen. Und da wird es Goodies geben und Zubehör und alle möglichen Teile und Leckereien. Keine Süßigkeiten, sondern Bastelleckereien, die ich dazugeben werde für den Gewinner zum Fertigbasteln dieses Albums. Sorry, Erkältungswelle. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was ihr kriegt, denn die Goodies werde ich euch nicht zeigen, die sind nämlich eine Überraschung. Ich habe hier diese silbernen Ecken benutzt, und zwar vorne und hinten. Und ihr seht alles schön in Pink. Das schien mir irgendwie für Süßigkeiten, sind bei mir irgendwie immer Pink. Dann habe ich hier so ein Band reingefädelt. Das ist, kann man also als Halsband benutzen. Das ist schon fertig mit Karabiner hier und mit so einem Verlängerungskettchen. Das gibt es bei Doreen Beads in verschiedenen Farben. Da habe ich einfach, weil ich keine Charms hatte, die wie Süßigkeiten aussehen, so kleine Herzen dran gemacht in verschiedenen Farben und in verschiedenen Formen und verschiedenen Größen. Große Buchstaben nach vorne. Und hier habe ich diese Glaskuppel, die ist tatsächlich aus Glas. Hinten den Bottle Cap mit dem Motivpapier, mit dem passenden hier. Und unter die Glaskuppel einen Cupcake gepackt. Das bombelt hier so dran. Und dann fangen wir mal vorne an. Und zwar habe ich hier, wie man das vielleicht in solchen Notizbüchern so macht, von einer Pocketletter-Hülle ein Eck ausgeschnitten und habe da, das ist also eine Tasche, das kann man rausnehmen, solche kleinen Post-its in Form von Eisbechern reingemacht. Falls man sich mal was markieren möchte, finde ich immer ganz schnucklig, passt auch schön zum Thema. Hier habe ich einfach nur so ein paar Cupcakes draufgeklebt und die Mitte von der Blume mit einer Halbperle betont. Dann habe ich hier eine halbe Seite mit der Stanze hier verziert und das ist eine Büroklammer mit einem Cupcake-Kreis. Hier ist so ein Tag drin, die waren auch in dem Papierset mit solchen Backutensilien drauf. Fand ich auch recht passend zu Süßigkeiten. Auf der Seite sind hier nur Herzen, dafür ist sind die Ecken gestanzt mit der gleichen Stanze wie die Bordüren. Hier in der Mitte, also die Bindung sind solche Bordüren. Dann habe ich hier auch einfach nur die Mitten mit den Halbperlen gemacht. Hier ein kleines Törtchen drauf. Hier habe ich so einen Motivbogen gehabt, da waren diese Cupcakes drauf. Den habe ich hier also als Einstecklasche benutzt mit diesen anderen kleinen Tags. Da ist ein Pudding oder sowas drauf oder ein Kuchen. Und hier eine Backform und Nudelholz und habe da oben immer, um die Löcher zu verdecken, solche Breads reingesteckt. Die sind hier oben drin, die kann man drin lassen, kann sie rausnehmen, wie man lustig ist. Kann sich Rezepte reinstecken, kann es vielleicht als Backbuch benutzen für irgendwelche handgeschriebenen Rezepte. Finde ich ganz schnucklig zu dem Thema. Die ist auch ganz, ganz einfach gehalten. Das Papier gibt schon viel her, finde ich, weil das so stark gemustert ist. Es sind sehr viele Seiten, dafür gibt es nicht viel Einstecktaschen und keine Klappmechanismen oder irgendwas. Hier ist so ein kleines Törtchen, die habe ich ein bisschen großzügiger dekoriert, und zwar war auf diesem Motivbogen mit diesen Cupcakes war ein großes Motiv, das habe ich hier ausgeschnitten, aufgeklebt und hier so ein Cupcake unter so einen Epoxy-Sticker gemacht mit einem Doily. Und hier so eine kleine Blumenstanze, auch mit einem Cupcake.
Da ist wieder so eine Herzseite, hier eine Büroklammer passend in der Farbe und ein kleiner Cupcake. Hier habe ich Motive, die zu dem Thema passen. Und zwar, das Mädchen sitzt hier in so einer Kaffeetasse mit Sahne. Kleine Katze dabei, eine Kirsche drauf. Ist also alles extra deshalb nicht koloriert, weil es soll ein bisschen interaktiv sein. Also derjenige, der das gewinnt, falls es jemand gewinnen möchte, der soll das bitte selbst kolorieren oder dekorieren, wie er lustig ist. Hier ist auch so ein kleiner Cupcake in der Mitte. Hier habe ich aus dem Cupcake-Papier einfach Kreise ausgeschnitten, habe da unten so eine kleine Tasche angebracht, da stecken die drin. Die kann man drin lassen, kann sie rausnehmen, kann sie woanders dekorieren, kann sich hier ein Rezept reinstecken, ganz wie man möchte. Hier habe ich so eine schöne Eistüte, ist auch noch nicht koloriert, mit einer Schleife. In der Ecke wieder so ein kleines Törtchen. Hier auch so ein kleiner Cupcake und hier die Mittelpunkte einfach wieder mit diesen Halbhellen. Das fand ich ganz schön. Dann ist hier die zweite Hälfte von dem Herz. Auch wieder mit so zwei Tags. Da habe ich so eine schöne Kamee. Die schien mir in den Farben schön passend. Und hier, um die Löcher abzudecken, so ein emaillierter Brad ist da drin. Wie gesagt, kann man drin lassen, kann sie rausnehmen, kann sie woanders hin tun. Hier auch wieder nur die Halbperlen auf den Mittelpunkten von den Blumen. Hier ist nochmal so eine kleine Tasche mit einer Büroklammer, mit einem Cupcake. Hier auch. Hier habe ich noch so ein Eck gemacht. Da sind diesmal zwei Herzen drin. Die kann man auch woanders dekorieren oder einfach drin lassen, wie man lustig ist. Hier ist noch so ein kleines Törtchen. Hier ist nochmal ein Stempelabdruck. Also eigentlich ist es ja ein Tag. Oben gestanzt in dem passenden Papier. Da ist ein schöner Eisbecher drauf, den kann man auch kolorieren, wenn man mag. Kann das Teil nachher als Lesezeichen benutzen oder drin lassen, ganz wie ihr lustig seid. Die Büroklammer hier wieder mit dem Cupcake-Herz. Hier, das ist ganz einfach gehalten, einfach nur mit den beiden Halbhellen. Und das ist die letzte Seite, da habe ich hier einfach drei Cupcakes draufgeklebt und hier das Handarbeitsschild. Wie gesagt, bitte diesmal nur kommentieren, wenn ihr Interesse habt, dieses Album und die Goodies zum Fertigbasteln zu gewinnen. Wenn es keine Kommentare gibt, dann weiß ich, das hat sich erledigt mit dem Gewinnspiel. Ich werde das ungefähr eine Woche laufen lassen und werde dann per Zufallsgenerator auswählen. Guckt euch bitte auch die anderen Videos an, guckt mal in der Gruppe vorbei. Ich werde euch alles in der Infobox verlinken. Es gibt auch eine grenzgeniale Gruppe, in der die heißt Basteln, also grenzgenial basteln und kreativ sein. Da braucht ihr keine Videos zu machen, sondern ihr könnt da alles posten, was irgendwie mit Basteln zu tun hat. Guckt mal da rein oder in die Videogruppe und auch in die Videos von den anderen Teilnehmern. Das werde ich euch, wenn ich es nicht vergesse, diesmal alles in der Infobox verlinken. Und ich hoffe, es wird sich jemand finden, der Lust hat, die Goodies und das Album zu gewinnen. Auch wenn es handmade ist und deshalb ist es nicht hundertprozentig fehlerfrei, sage ich jetzt mal. Aber das macht wahrscheinlich auch die Handarbeit aus, dass es eben nicht hundertprozentig fehlerfrei ist, sondern dass man sieht, es ist handgemacht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst euch von dem trüben Wetter nicht unterkriegen. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen und macht es gut. Bis zum nächsten Video. Tschüssi!